Ja, wo sind denn alle hin? So, mal eben gucken, Objekte. Waffendämmerbrecher nannte sie den. Da ist er. Wow. Steckziele für 12 Schadenspunkte in Brand. Schaden 31. Was kann denn mein jetziges Schwert? Ja, okay, 61 ist aber legendär, ne? Legendär halt. Geschärft worden. Muss ich da mal mit dem machen und gucken, was da rauskommt. So, das war doch eine Quest. Die hat doch wieder... Mann, von hier kommt Musik. Ach, hier. Oh. Wort der Macht gelernt. Elementare Raserei. Oh, ich glaube, das hatte ich sogar schon, aber das konnte ich, glaube ich, nicht nehmen. Weil man da irgendwas haben musste für. Wo ist es denn? Da. Aber kann ich mal eben wieder aktivieren, da ich ja noch 10 Seelen habe. Bäm. Erfüllt deine Armee mit der Geschwindigkeit des Windes und ermöglicht schnellere Schläge deiner Waffen. Na okay, anscheinend geht's doch. Muss ich gleich mal ausprobieren. Wichtige Lieferungen zu erledigen. Keine Zeit für Geplauder. Aber ich warte hier mal eine Stunde. Ja, wo sind sie denn hin? Ich reise da nochmal hier hin. Ich suche meine Gefährten, deswegen. Ah, alles klar. Gut, dann kann ich jetzt wieder den regulären Weg folgen. Wo war es denn jetzt? Also hier hoch und dann wieder links. Ja, da ist der Weg. Kaninchen! Überlebt, glaube schon, oder? Nee, doch nicht. Es sah nicht so aus, als ob ich es getroffen hätte. So, gerade durch und dann die nächste rechts. Dann habe ich den Ort auch schon mal abgehakt. Obwohl hier links müsste auch noch was sein, weil sich sehr, sehr schnell bewegt. Aber jetzt gehe ich erstmal hier hoch. Sieht ehrlich gesagt aus wie so eine Banditenfestung. Ihr habt hier keinen Zutritt. Ihr habt hier keinen Zutritt. Also verschwindet. Die Zwillinge, die wollen mich nicht. Okay, dann gehe ich mal wieder. Ich habe es zumindest aber entdeckt. So, hier gegenüber dieses, weiß nicht, was soll das sein? Waldsymbol? Oh, ein Ork! Du musst, wenn ich die ganze Zeit gerannt, könnte ich auch was. Okay, das war das Problem. Die Waffe ist verzaubert. Deswegen funktioniert das nicht. Aber wir nehmen mal eben... ja, gute Frage. Ich nehme mal den Feueratem. Altbewährt. Oh, Eisbarren habe ich jetzt gelesen. Da fällt mir ein, ich habe noch Eis. Und da ziehe ich mir gleich mal rein.
Da irgendwas ist mit diesem Wäldchen. Kalkkieferteich. Hier ist bestimmt auch eine Quest, die man irgendwo kriegt. Hundertprozentig, aber okay. Jetzt weiter wieder nach Norden und dann abbiegen auf dem Weg. Richtung Westen. Ist hier der Weg? Ja, nein, gar nicht. Hier ist zwar ein Weg, aber ein anderer Weg. Den ich meine, der geht hier oben her. Genau, und hier links. Es kommt ja auch bald das neue Spiel von Bethesda raus. Dishonored heißt das, glaube ich. Das sah auch genial aus, aber ich denke mal, das werden wir da alle zocken. Mal gucken, ob ich mich dran beteiligen werde. Hört sich ein bisschen blöd an. Mal gucken, ob ich es auch zock. Wobei das ja auch egal ist, wer es spielt, weil je nachdem gefällt einem der eine oder der andere Stil von den Spielern. Und deswegen kann man es ja spielen, auch wenn das tausendmal schon gespielt wird. So, hier ist jetzt irgendwo wieder eine Höhle. Also mal sehen, ob ich es dann spielen werde. Das muss ich jeden Moment hier eine Höhle offenbaren. Hä? Was ist denn los mit dir, junger Vampir? Diese Person ist beschäftigt. Höhle des verlorenen Echos. Soll ich da mal reinlunzen? Ich glaube schon. Lunzen wir in die Höhle. Hallo, Echo. Einhändigkeit verbessert auf 85. Achso, bebänderte Eisenrüstung braucht keiner. Aktivieren. Mir fehlt die richtige Zutat. Das ist aber fies. Altes Buch. Ein mächtiger Fürst verdient eine mächtige Opfergabe. Aber jener, der an diesem Ort fiel, bat darum, dass man seinen Bescheidenheit gedenke. Achso, hier ist es dieses... Umblättern kann man doch gar nicht. Aber ich habe gar keine Zutat mit. Bestimmt auch wieder ein Questort. Geh doch da raus jetzt. Himmelsrand ist die Heimat der Nord. Eines grimmigen und zähen Volkes. Stand zumindest so gerade in dem Ladebildschirm. Weiter darum und dann nach rechts abbiegen. Ja, macht der Weg von alleine. Hier ist wieder ein Drachengrab. Na, Spitze. Wow. Voll am Brennen. Na, von da oben wieder.
sagen. Wer ist er denn? Mit euch werde ich fertig. Ach so, ja klar. Die hat jemand auferstehen lassen hier. Ich glaube, das kann auch der Vampirlord. Aber der wird jetzt gleich nach 2 Minuten zerfallen. Zu Asche. Los, zerfall. So, wenn man sowas schon mal auf dem Weg hat, hier gibt es wieder irgendeinen Spruch, beziehungsweise einen Schrei. Dann sollte man den auch mitnehmen. Bleibt wachsam. Ah ja, nicht mehr so viel rennen, weil sonst kann ich gleich nicht mehr hauen. Was? Wer ist da? Jo, Tom! Wow! Da habe ich natürlich wieder nicht aufgepasst. Oh, warte. Toll. Bam. Ich dachte, es läuft mein Trupp da drüber. Oh! Lehrling! Nein! Wie peinlich! Oh, offen. Vulkanglasstiefel. Braucht doch keiner, oder? Was war das? Erstmal den Marodeur hier. Ich glaube, der kann was. Wenn man ihn mal lässt, zumindest. So, der andere ist mit down gegangen. Da waren die anderen schon ziemlich fleißig dran. Ach, der ist wieder verzaubert, ey. Die hat ja was drauf. Mein Gott. Okay, da ist nichts drin Gutes. Aber doch klar, dass da nichts Gutes drin ist. Diese random Sachen sind immer total ätzend. Oh, Entschuldigung. Wollte ich nicht. Was sie mit dem gemacht haben, frage ich jetzt gar nicht. Was war das? Aber was war das denn? Wer ist da? Boah. So sieht voll aus mit ihrem Gerät. Mein Gott, die hat immer neue Leute. Also langsam gewöhnt man sich an diesen blauen Schein, der da drüber liegt. Hä? Ja, hier findet man eh nichts Dolles, glaube ich. Weiter gerade durch. Wow, okay. Das erklärt natürlich, warum der da tot rumliegt.
Oh nein, ich ahne Schlimmes. Hier ist irgendwo ein Rätsel. Ah, hier, guck mal. Woher seid ihr gekommen? Oh. Da ist wieder irgendwas aufgegangen, aber nicht von dieser Seite, glaube ich. Warum haut den einfach kaputt? Und nochmal. Ein Crit. Gut, vielleicht liegt die Lösung ja doch in dem Buch, was ich da hingeschmissen habe. Lesen. Alle vier sind, wie wir, an dies Land gebunden. Manche kauen versteckt im Schatten verschwunden, andere richten sich auf Blicken aus der Höhe herab. Okay, das erste fürchtet alle.